Hallo und Gesang zu einer neuen Checkliste. Heute schauen wir uns an Dungeons. Und um genau zu sein, Dungeons 2, also den zweiten Teil einer Reihe. Der erste kam raus 2011. Selber Entwickler, nämlich Realmforge, selber Publisher Kalypso. Allerdings muss ich sagen, ich habe den ersten Teil nicht allzu viel gespielt, also Vergleiche fallen mir vielleicht schwer, weil der erste Teil war jetzt nicht extrem gut. Ich sage mal so, es gab ein paar neue Ideen, aber die haben einfach nicht ganz wirklich zum restlichen Gesamtkonzept gepasst. Und bei Dungeons 2 schaut das eben ein bisschen anders aus. Da gibt es auch neue Ideen, richtiger Genre-Mix, würde ich fast schon sagen. Und da klappt das aber. Da passen die neuen Mechaniken ganz gut rein. Und eine ganz, ganz tolle, wie ich finde, ist die Trennung zwischen Unterwelt und Oberwelt. Das heißt, man hat hier eben den klassischen Dungeon Aufbau und auf der anderen Seite so eine Art Echtzeitstrategie-Komponente, wo man eben mit den Einheiten an der Oberfläche gegen die Menschen in dem Falle kämpft. Ja, kurzer Blick in die Optionen. Wie üblich ist ein Unity-Spiel, aber trotzdem oder ja, unerwarteterweise vielleicht im Vergleich zu manch anderen Unity-Spielen sehr gut ausgerüstet mit Optionen im Spiel. Also lässt da fast keine Wünsche offen. Performance bei mir auch recht gut, muss ich sagen. Bisschen auf und ab geht es teilweise, wenn etwas mehr los ist, aber ist immer noch super gut spielbar. Also ich hatte da jetzt bis jetzt keine Probleme. Spieloptionen, Sprache gibt es mehrsprachig. Ich habe es auf Deutsch und Englisch probiert. Beide sehr gut übersetzt, wie ich finde, und auch sehr gut vertont. Vorausgesetzt natürlich, man mag den Kalypso-Humor. Und Soundregler, wie erwartet und gehofft, alles schön getrennt. Und Steuerung, ja, habe selten, glaube ich, so viel verschiedene Tastenbelegungen gesehen. Also man kann das Spiel quasi mehr oder weniger komplett mit dem Keyboard spielen. Spielmodi, 3 Stück, Mehrspielermodus, den ich zugegebenerweise nicht probiert habe. Vielleicht kommt da irgendwann mal noch was dazu oder ich finde jemanden, den ich empfehlen kann. Und Einzelspielermodus getrennt in Kampagne und Gefecht. Die Kampagne ist jetzt nicht unbedingt was fürs Let's Play. Die ist gerade am Anfang etwas langatmig, ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, weil sie sehr, sehr ausführlich ist von der Story her, von der Vertonung. Sehr geskriptet, allerdings im Let's Play technisch ein bisschen schwierig, weil als Let's Player kommt man da kaum zum Sprechen und kaum zum was tun, weil einfach so viel vom Spiel vorgegeben wird. Ist jetzt nicht unbedingt ja, was Schlechtes, wie gesagt. Ich habe es eigentlich ganz gut gefunden, habe 5-6 Missionen gespielt, aber muss man einfach mögen. Ist jetzt nicht gerade sehr, sehr freies Spiel und wie gesagt, der Sprecher und der Humor, wenn man den nicht mag und der ist durchaus Kalypso-typisch, ist die Frage, ob einem die Kampagne wirklich sehr gut gefällt. Wir stürzen uns in ein Gefecht. Da haben wir ein paar Karten zur Verfügung. Ich werde mal eine etwas kleinere wählen, die alte Mine, Sektoren 6 an der Zahl. Gerade zum Vergleich, da gibt es auch durchaus etwas, was doppelt so groß ist. Und Startbedingungen, Endlosspiel, wenn man eben will, dass man nach dem Sieg noch weiterspielen kann. Startgold kann man sich auch ein bisschen anpassen, wenn man es leichter oder schwerer haben will. Und genauso auch den Dungeon-Level, der eben mehr oder weniger vorgibt, was schon alles erforscht ist. Fraktionen gibt es auch 2 an der Zahl, die Horde und die Dämonen. Die unterscheiden sich jetzt gameplay-technisch nicht allzu stark, aber naja, durchaus optisch. Ich würde sagen, wenn es sich ausgeht, wagen wir dann noch einen kurzen Blick in die Dämonen, aber mit der Horde spielen natürlich ganz klassisch und in dem Fall auch sicher nicht die schlechteste Idee. Muss zugeben, ich habe die Beta gespielt vor ungefähr 2 Monaten und dem Spiel damals ein bisschen zu wenig Zeit gegeben, weil Dungeons 2 ist definitiv ein Spiel, das auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen oberflächlich wirkt, aber auf den zweiten dann doch erkennen lässt, dass man da sehr viel Zeit damit verbringen kann und auch ein paar Dinge, die am Anfang etwas künstlich hinausgezogen wirken, finde ich eigentlich ganz gelungen, weil sie einfach verhindern, dass man zu schnell durchs Spiel durchrauscht und etwas fördern sozusagen, dass man sich einfach auch überlegen muss, wie man seine Ressourcen einteilt. Ja, nicht nur eben die relativ geringe Menge an Gold, die man am Anfang hat, sondern auch sowas wie das Bevölkerungslimit, die Bevölkerungspunkte. 3 haben wir aktuell verbraucht für unsere 3 Kollegen hier, die Schnodderlinge, unsere Standardarbeitseinheit sozusagen, die gerade da unsere leere Hülle anbetet, anstatt irgendwas zu tun. Wenn wir mal dafür sorgen, dass sie Gold
graben. Und in dem Fall ist das hier vielleicht eine gute Stelle, weil da gibt es auch eine Endlosquelle in der Mitte, die man da ja eben beliebig lange anzapfen kann. Kommt zwar nicht allzu viel Gold raus im Vergleich zu hier so einem Goldblock, aber auf Dauer ja, kommt man nicht drum rum, weil irgendwann ist alles fertig abgebaut. Und damit auch alle was zum Tun haben, würde ich sagen, werden wir hier gleich den nächsten Raum anordnen. Wir brauchen nämlich einiges, um unsere kommenden Untergebenen alle zu versorgen. Gold, also eine Einheit. Die nächste wichtige ist Mana. Da bauen wir dann bald eine Kristallhöhle. Mana hauptsächlich verantwortlich für die ganzen Zauber da am rechten Rand. Und dann gibt es noch zwei wichtige Dinge. Die Werkzeugkisten, die braucht man, um diverse Dinge wie Fallen oder ähnliches zu bauen oder auch neue Räume zu erforschen. Und Bierfässer, das ist mehr oder weniger der Ersatz für die Nahrung in dem Spiel. Also alle Einheiten konsumieren eben Bier, um bei Laune zu bleiben. Ja, drei Schnodderlinge könnten wir uns durchaus ein bisschen mehr leisten. Hier im Dungeon-Herz, im Thronsaal, können wir neue engagieren. Auch hier gibt es immer einen Cooldown und das habe ich ja am Anfang ein bisschen angedeutet. Das wirkt so ein bisschen künstlich rausgezogen, aber im Endeffekt finde ich es ganz gut gelöst, weil ja, gerade so Situationen, wo man vielleicht angegriffen wird von Gegnern, hat man eben nicht die Möglichkeit, einfach hier zig Einheiten zu spawnen, sondern man muss da ein bisschen vorplanen. Und das machen wir jetzt auch gleich, indem wir mal einen Ork anheuern. Die übrigens brauchen alle unterschiedlich viele Punkte, in dem Fall der Ork zum Beispiel 2. Das heißt, der Bevölkerungspunkt ist wirklich Punkte, nicht 16 Einheiten in dem Fall. Ja, unsere Schnodderlinge müssen alle in den Thronsaal laufen, um unsere Reichtümer da abzugeben. Dem werden wir vielleicht ein bisschen helfen und gleich mal eine Schatzkammer bauen. Am besten eh hier, wo wir da künftig das Gold dauerhaft abbauen werden. Und da hätten wir jetzt mittlerweile auch genug Platz für den nächsten Raum. Ich würde mal fast sagen, legen wir mal los mit entweder einer Tüftlerhöhle oder einer Brauerei. Na, lieber eine Brauerei, nicht, dass unsere Einheiten noch beleidigt sind, wenn wir ihnen nichts zum Trinken geben. Zahltag war ja gerade, also nicht nur wollen sie trinken, sondern natürlich auch bezahlt werden. Gold zum Glück jetzt nicht das größte Problem im Moment. Und bei Dungeons 2 läuft das mit der Raumgröße ein bisschen anders, wie man vielleicht gewohnt ist. Also ich ziehe hier einen Raum auf und der ist tatsächlich leer. Nicht, weil er zu klein ist, sondern weil wir den erstmal einrichten müssen. Die Brauerei in dem Fall mit einem Braukessel. Und 3x3 ist da eben genau die Größe, die wir brauchen für einen Braukessel. Und ich glaube, einer unserer Schnodderlinge sollte jetzt loslaufen. Genau, und mal anfangen, Bier zu brauen. Leisten wir gleich den nächsten, vielleicht auch noch einen Ork. Und Mana wäre auch bald mal wichtig. Wenn man jetzt natürlich nicht weiß, wo die Mana-Quelle ist, dauert es vielleicht ein bisschen länger, die zu finden. Ich in dem Fall weiß es schon und zapfe die direkt an. Und ich würde mal sagen, Bier wird gebraut. Nächstes wäre Werkzeugkisten herstellen, sicher auch keine schlechte Idee. Dann werden wir, glaube ich, hier den entsprechenden Raum einplanen. So, sollte, glaube ich, für den Start mal groß genug sein. Unsere Schatzkammer ist vermutlich auch bald erschöpft. Naja, 1500, das geht noch. Sonst könnte man hier hinten noch problemlos zubauen. Ja, und unsere Einheiten, der ist hier gerade beschäftigt, die Wände zu dekorieren. Wir können uns trotzdem mal einen schnappen, damit wir das auch mal sehen. Die haben nicht nur unterschiedliche Fähigkeiten bzw. Attribute, so wie hier Nahkämpfer oder gepanzert, also der hält ein bisschen mehr aus, sondern auch da sehen wir einiges. Hitpoints natürlich, Lebenspunkte, eine Geschwindigkeit, auch nicht unwesentlich dann im Echtzeitstrategie-Teil, wenn an der Oberfläche oder auch hier im Dungeon gekämpft wird. Angriff und Verteidigungswert, und da drüben sehen wir dann noch die Langeweile, bestimmt dadurch, wie motiviert die Kreaturen sind, beeinflusst dann die Produktionsgeschwindigkeit zum Beispiel. Wir haben auch Wut, sehr wütende Kreaturen streiten miteinander, und hier in dem Fall den Durst, der ist eh schon auf halbem Wege, sich ein Bier zu schnappen, und ja, wie viel Gold sie eben verdienen. Und da oben noch eine Erfahrungspunkteleiste für Kampf und für Produktion. Also umso mehr sie arbeiten und oder kämpfen, umso mehr Erfahrung sammeln sie. So, unsere zwei Orks, die können uns hoffentlich hier verteidigen. Falls nicht, werden wir schnell noch eine Tüftlerhöhle in Betrieb nehmen, mit in dem Fall einem Bauomaten.
und heuern uns noch einen Goblin an. Zu dritt sollten sie es hoffentlich schaffen, hier die Helden abzuwehren, bevor sie da unser Dungeon-Herz kaputt schlagen. Sind eh schon ein bisschen zu weit gekommen für meinen Geschmack. Sollte man allerdings leicht besiegen können. Allerdings, wir verlieren Hitpoints bei unseren Kreaturen und die müssen wir auch wieder erst regenerieren. Und für das braucht man eine neue Einrichtung, nämlich das Lazarett. Das müssen wir allerdings vorher erstmal forschen. Unser Goblin, sobald fertig gekämpft, wird sich hier hoffentlich dann ans Werk machen. Und in dem Fall, man sieht es eben, ein Slot ist jetzt frei. An einem kann produziert werden. Der macht Werkzeugkisten und sobald wir zwei Stück zur Verfügung haben, können wir in dem Fall zum Beispiel einen neuen Raum erforschen. Das Lazarett braucht 750 Gold und zwei Werkzeugkisten. So, da hat es eh schon, glaube ich, jemanden umgehauen, oder? Genau, da liegt schon einer am Boden. Und in dem Fall, da wir leider kein Lazarett haben, ist er ja von uns gegangen. Den müssen wir in dem Fall ersetzen. Es lohnt sich natürlich, Kreaturen so lang wie möglich zu behalten. Ich glaube, das spricht für sich selbst, wenn man auf das Konzept der Erfahrungspunkte oder auf das Konzept der Erfahrungspunkte eben ein bisschen schaut. Gut, dann sollen wir gleich noch einen Raum einplanen. Ja, wir können ja mal das Thema Kristalle angehen. Dann können wir uns auch die Nagas anschauen und entsprechend ein bisschen Mana sammeln und vielleicht schon mal starten, den einen oder anderen Zauberspruch zu erforschen. So, lohnt sich noch einen... Oh, die tragen das Zeug mittlerweile woanders hin. Das geht gar nicht. Da werden wir auf jeden Fall die Schatzkammer hier erweitern. Schatzkammer kann man auch upgraden. Also es gibt hier in dem Fall nicht nur neue Räume zu erforschen, sondern auch Räume zu verbessern. Die verbesserte Schatzkammer zum Beispiel kann eben in dem Fall mehr lagern, aber vorher wollen wir mal zwei Kisten haben, damit wir direkt hier eben das Lazarett erforschen können. 750 Gold, das wird noch einen Moment dauern, vor allem wenn die so weit laufen, immer um das Gold da abzulegen. Ah, in dem Fall sind sie da beschäftigt mit Graben, dann will ich mal nichts gesagt haben. Allerdings könnten wir uns vielleicht noch einen Schnodderling leisten, wobei wir so langsam aufs Bevölkerungslimit zugehen. Ein weiterer Grund, dass wir Mana brauchen, da können wir das nämlich erhöhen. So, dann bitte erforschen Sie mir das Lazarett. Laufend verletzte Kreaturen können wir uns auf Dauer nicht leisten, da müssen wir immer neu einstellen, wenn sie von uns gehen. Sicher billiger, wenn sie sich hinlegen können, ein bisschen schlafen und erholen. Und das Lazarett werden wir, denke ich, ja, hier unterbringen. Warum nicht? Und vielleicht können wir da gleich ein bisschen Gold noch anzapfen und ein paar weitere Verbindungsräume schaffen. Machen es vielleicht so in dem Fall. Kleines Lazarett sollte von Anfang genügen. Ja, hier wird geforscht. Zwei Drittel haben wir schon geschafft. Wird ein bisschen noch dauern. Aktuell holen sich unsere Untergebenen gerade ihren Zahltag ab, geht aber gleich wieder zurück an die Arbeit. So, hier hätten wir jetzt den entsprechenden Platz, um den nächsten Raum zu bauen, nämlich eine Kristallkammer, in der in dem Fall ein Kristall ist. Also sieht man auch hier entsprechend in der Kristallkammer die einzelnen Slots sozusagen, an denen gearbeitet werden kann. Hier arbeiten die Nagas, entsprechend werden wir einen einstellen. Und der läuft hier gleich rüber und produziert, wenn wir ihm nichts Spezielles ansagen, Mana. Alternativ können wir an Zaubersprüchen forschen. Für das müssen wir aber vorher mal Mana sammeln. Oder wir können hier auch 500 Gold, 100 Mana das Bevölkerungslimit erhöhen. Also das ist definitiv auch ein wichtiges Ziel, auf das wir hinarbeiten sollten. So, Bier haben wir hoffentlich noch genug. Falls nicht, können wir ja den Raum ein bisschen erweitern. Und falls das Lazarett schon fertig geforscht ist, schaut ganz gut aus. Der produziert nämlich wieder Kisten. Können wir das auch gleich einrichten. Vielleicht machen wir es auch ein bisschen sparsamer zu Beginn. Und in dem Fall auch Einrichtung gefragt, nämlich Krankenbetten, wo sich eben die Verletzten hinlegen können und erholen. So, haben wir wieder ein paar neue Feinde. Wir haben allerdings ein paar mehr Einheiten. Die sollten wir also schaffen zu besiegen. Wir können natürlich auch jetzt alle aufheben und an die passende Stelle
per Hand befördern zum Kämpfen. Später gibt es auch die Möglichkeit, hier Billet die Horde zu erforschen und die eben gezielt irgendwo hinzurufen und naja, da einfach irgendwo am Boden schmeißen. Nicht immer die beste Idee, weil ich glaube, da nehmen sie auch Schaden, soweit ich weiß. Also sollte man dafür sorgen, dass sie entweder selber irgendwo hinlaufen oder man befiehlt sie eben per diesen Befehl. Ja, sammeln mal fleißig Punkte, das ist gut. Können wir sie bald an die Oberfläche schicken. Das ist ja ein weiterer wichtiger Teil von dem Spiel, den ich gerne noch zeigen möchte. Ich hoffe, dazu kommt man noch, weil hier gibt es ja auch noch eine Menge zu tun. Ich glaube, da können wir mittlerweile die nächste Forschung starten. Zwei Kisten hätten wir wieder, also eventuell eine Raumverbesserung, vielleicht sogar schnelleres Heilen. Homöopathie offensichtlich hilft da, dass sich unsere Mitarbeiter ein bisschen flotter erholen. Allerdings 4 Werkzeugkisten, 750 Gold haben wir nicht. Was würde uns noch was helfen? Ja, auf jeden Fall die Chaos-Schmiede, die können wir uns gerade leisten. Die werden wir forschen, weil da kommen wir dann zum letzten Einheitentyp, den Trollen. So, das verwendet noch niemand, offensichtlich niemand stark genug verletzt, dass er dann einen Bedarf sieht, sich hier auszuruhen, aber das kommt sicher noch. Die Trolle, die brauchen gleich 3 Bevölkerungspunkte, sollte man hier mal nicht sehen. Genau, das heißt, den können wir uns im Moment eh nicht leisten, ohne dass wir das Limit erhöhen. Heißt, 100 Mana, 500 Gold sollten wir sammeln. Oder wir leisten uns in der Zwischenzeit einfach einen Standardkämpfer, einen Ork. Das geht sich noch aus. Der braucht nämlich nur 2 Bevölkerungspunkte. Gut, Gold läuft mal. 2 von unseren Schnodderlingen sind nicht beschäftigt. Denen werden wir gleich einen Job verschaffen und die sollen hier mal ordentlich graben gehen. Da versteckt sich nämlich auch ein bisschen Gold. Eventuell direkt mit Abkürzung hier in unsere Schatzkammer. Ja, 2 Krankenbetten sollten im Moment genügen. Ja, werden wir hier warten. Beziehungsweise, was ich auch nicht gesagt habe, man kann natürlich ein bisschen vorspulen. Kein Problem. Aber wenn wir warten, können wir uns noch ein paar andere Sachen anschauen. Was haben wir denn noch nicht gesehen? Ja, zuschütten zum Beispiel auch überhaupt kein Problem, wenn man mal sich ein bisschen verbaut hat. Fallen natürlich auch ein wichtiges Thema. Das sollten wir vielleicht hier mal vorbeischauen, wieder in unserer Tüftlerhöhle. Falls die gerade wieder Truhen produziert, Werkzeugkisten, was der Fall ist, können wir eventuell schauen, wie es um die Fallen steht. Wir könnten zum Beispiel schon mal eine explodierende Schatztruhe und eine Teergrube erforschen. Das machen wir direkt. Dann können wir uns gegen die laufenden Angriffe hier eventuell mit Fallen wehren. Auch nicht schlecht. Und ich glaube, wir müssen bald unsere Bierproduktion erhöhen. Wir haben relativ wenig Bierfässer. Da sollten wir auch mal nachlegen. Hier dürfte eigentlich noch ein zweiter hinpassen, hoffe ich. Wenn wir denn das Gold dafür haben. An dem scheitert es, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist eher wirklich der Platz. Dann werden wir uns hier ein bisschen ausbreiten. Und wir hätten inzwischen auch genug Mana, dass wir könnten das Bevölkerungslimit erhöhen. Dann machen wir das mal. Ist natürlich auch wieder so eine Art Forschung, die erstmal von unseren Naga erledigt werden muss. Und wenn wir das haben, dann können wir hier vielleicht den neuen Platz nutzen, um ja, gleich einen neuen Raum zu bauen. Nämlich die bereits erforschte Chaos-Schmiede. Das Wetter für heute. Wolkig mit Aussicht auf blutrünstige Arten. Bin nicht ganz sicher, wie groß die nochmals sein musste. Ich glaube, das genügt, um sie einzurichten. Schauen wir mal. Hier braucht man nämlich eine Schmiedestätte. Ja, hat tatsächlich Platz. Sehr schön. Allerdings arbeitet dort noch niemand. Da braucht man den Troll. Und für einen Troll haben wir eben leider nicht mehr genug Bevölkerungspunkte. Da müssen wir hier abwarten. Feinde im Dungeon, okay, dann werden wir den gleich hoffentlich zu Leibe rücken. Mittlerweile sind es schon 5, also wird schon ein bisschen schwieriger. Das heißt, Fallen dringend zu haben und gegebenenfalls auch den ein oder anderen Zauberspruch. Das Mana haben wir allerdings für was anderes gerade ausgegeben. Hopp, den wollte ich eigentlich nicht aufheben, wobei ich schnapp ihn mir mal
und platzieren hier in der Nähe der Kämpfe. Oh, und da beziehen wir schon ordentlich Prügel, sehe ich gerade. Ich hoffe, das geht sich noch aus. Sonst müssen wir da den ein oder anderen Schnodderling recyceln. Ah, aber da haut es die ersten um, schaut ganz gut aus. Wobei ich glaube, auch bei uns wird es gleich ein paar umhauen. Im Idealfall werden sie da mal ins Lazarett gebracht. Ja, man sieht eben, nicht so einfach, wie es vielleicht am Anfang ausschaut. Eben gerade mit dem Einheitenlimit muss man sich da ordentlich zusammenreißen. Ja, jetzt haben wir eh schon ein kleines Problem. Also entweder wir entfernen da den einen oder anderen, um es mal so zu nennen, dass wir ein paar Bevölkerungspunkte frei bekommen und heuern wem Frischen an. Mache ich natürlich ungern, weil es gehen die ganzen Erfahrungspunkte verloren, aber in dem Fall haben wir fast keine andere Möglichkeit. Bevölkerungslimit ist ja noch nicht erhöht. Wo ist denn eigentlich unser Naga? Der liegt ja auch da niedergestreckt. Ja, mal dafür sorgen, dass unsere ganzen Leute ins Lazarett kommen. Und nochmal einen recyceln, sozusagen. Dann schaffen wir es hoffentlich, falls er den richtigen angreift. Müssen wir unser Lazarett gleich erweitern. Und ja, ich fühle mich gerade wie bei War for the Overworld, wo es mir auch nicht wirklich gelungen ist, die erste Partie zu gewinnen. Mal schauen, ob es mir diesmal ein bisschen besser geht. Ich hoffe mal. Aktuell fehlt es nämlich an allen Dingen Gold, Mana und fitten Einheiten. Gut, würde ich sagen, vielleicht eine gute Stelle für den Schnitt. Dann kann ich ein bisschen vorspielen, ein bisschen Gold sammeln, ein bisschen Bevölkerungspunkte aufstocken und dann sehen wir uns gleich mal wieder. Ja, habe mich in der Zwischenzeit ein bisschen aufgebreitet. Mittlerweile habe ich auch meinen ersten Troll, der hier arbeitet in der Schmiede und forscht auch schon an einem Waffen-Upgrade, in dem Fall hier allgemeine Verbesserungen, also entweder verbesserte Waffen oder verbesserte Rüstungen. Und man kann auch alle Kreaturen im Einzelnen nochmal verbessern, da zum Beispiel Goblins mit mehr Hitpoints ausstatten oder in dem Fall kritische Treffer. So, und die sind jetzt, glaube ich, alle da durch meine Teergrube gelaufen und sollten ein bisschen Schaden genommen haben. Fallen würde ich dann auch noch etwas genauer zeigen. Ja, jetzt haben wir schon etwas bessere Chancen, glaube ich, da zu gewinnen. Vorausgesetzt, es kommen auch alle zum Kämpfen. Wo ist denn unser Troll? Ah, der ist an vorderster Front. Sehr schön, dann hoffe ich mal, dass das diesmal besser ausgeht. Schaut aber nicht schlecht aus. Hab auch inzwischen zwei Goblins und entsprechend auch hier zwei Produktionseinrichtungen. Werkzeugkisten nämlich nicht unwichtig, nicht nur zum Forschen, sondern auch zum Bauen von den Gerätschaften. Fallen zum Beispiel. In dem Fall können wir auch mal eine explodierende Schatztruhe aufstellen. Zwei Werkzeugkisten. In dem Fall stellen wir sie vielleicht mal hier hin. Das kostet eben Kisten und unsere Schnodderlinge laufen auch los, schnappen sich die Kisten hier aus dem Vorratslager und bauen eben die Falle da direkt vor Ort. So, Bevölkerungslimit mittlerweile auch etwas erhöht. Dann können wir hier andere Dinge aufwenden oder das Mana für andere Dinge verwenden, nämlich Zaubersprüche. Ich hätte nämlich gern hier ein bisschen mehr eigene Gewalt sozusagen. Können wir ja mal mit Billet die Horde anfangen. Mal eine ganz simple Sache und dann auf jeden Fall auch mal einen Blitzschlag. Und ja, ihr seht auch hier natürlich etwas eingeschränkt die Möglichkeiten und hier eine etwas längere Reihe. Aber das erfordert dann eben höhere Dungeon-Levels, dass man das machen kann. Ja, und der Schnorri, der baut hier die explodierende Schatztruhe. Gut, unser Lazarett etwas stärker wieder in Verwendung nach jedem Kampf. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt ein etwas höheres Bevölkerungslimit haben, werden wir uns da mal gut ausstatten mit ein paar weiteren Kämpfern und gelegentlich mal die Oberfläche besuchen. Vielleicht schaffen wir hier noch das ein oder andere Upgrade. Wobei man da, um das Ganze zu beschleunigen, glaube ich, die
Schmiede von dich etwas großzügiger noch erweitern müssen. Und Gold definitiv die Ressource, die uns gerade am meisten fehlt. Ja, und ich finde die Teilung einfach zwischen die Kreaturen arbeiten und kämpfen sehr, sehr gut gelöst hier auch. Also dass jeder direkt einen Arbeitsplatz hat, eben, den man ihm auch erstmal aufbauen muss, finde ich schön umgesetzt. So, machen wir noch eine Schmiede dahin. Falls sie sich so drehen lässt, wie ich das gerne hätte, dann können da in dem Fall beide Trolle ein bisschen arbeiten und wir können parallel dazu vielleicht ja auch die Rüstungen verbessern oder sonst irgendein Upgrade machen. Wir haben ja viele Orks. Dann spendieren wir denen vielleicht mal, was hätte man hier, einen Wutlehrgang, Blutrausch hätte man da. Oder wir geben ihnen einfach mehr Lebenspunkte. Kommt darauf an, was wir uns finanziell leisten können. Das werden wir gleich rausfinden. Noch gar nichts. Kostet beides 500. Ja, und der Ognak verprügelt da mal ein paar von den Schnodderlingen. Den ist offensichtlich langweilig. Können wir mal schauen. Ah, noch gar nicht. Also er unterhält sich mit Verprügeln in dem Fall. Auch gut, lass mal durchgehen. Wo ist unser zweiter Troll? Der ruht sich gerade aus. Okay, will ich nichts gesagt haben. Der hat ja vorher fleißig gekämpft. Da ist unsere Truhe und ich glaube, wir können gleich mal die nächste Forschung starten. Wie schaut's aus? Blitzschlag, 100 Mana. Fast geschafft. Da fehlt uns noch der Naga, der hier gerade nicht arbeitet. Ich hoffe, das kommt bald. Ah, da trinke ich gerade ein Bier. Okay, alles klar. Nach einer kleinen persönlichen Geschmacksprobe kann ich vermelden, dass das Bier in euren Brauereien zwar nicht dem deutschen Reinheitsgebot folgt, aber dennoch nicht zu verachten ist. Ja, sollen wir uns vielleicht mal ein bisschen an die Oberfläche wagen mit ein paar Orks? Warum nicht? Die haben ja, bös gesagt, sonst nichts zu tun. An die Oberfläche. Helden sind in euren Dungeon eingedrungen. Okay, dann werden wir uns das nochmal überlegen, ob wir das gerade jetzt machen. Vor allem habe ich nicht nur Orks erwischt, sondern auch ein paar andere meiner Einheiten. Oh, die sind alle in die Schatztruhe gelaufen. Haben auch ordentlich Schaden genommen, so wie es ausschaut. Ah, wir können ja mittlerweile die Horde bilden. Dann machen wir das direkt. Dann laufen da alle heran zum Kämpfen. Perfekt. Hopp, den wollte ich nicht. So, meine Lieben, ihr könnt wieder an die Arbeit gehen. So. Jetzt habe ich da die Kandidaten. Der ist zwar ein bisschen verletzt. Also wenn ich eine Kritik äußern müsste, und ja, die gibt es natürlich auch bei Dungeons 2, keine Frage, das Aufheben der Einheiten, dass man die richtige erwischt, nicht die leichteste Übung. Wie man gerade sieht. So, jetzt habe ich meine vier Orks. Die werfe ich einfach da direkt ins Portal. Und alle, die man da reinwirft, wechseln an die Oberfläche. Ja, und hier ist dann wirklich der Echtzeit-Strategie-Teil sozusagen. Markieren, per Rechtsklick kommandieren. Und da unten haben wir auch die ganzen Fähigkeiten bzw. Spezialfähigkeiten. Und ja, in dem Fall wird gekämpft. Wie unten, mehr oder weniger, eben abgesehen davon, dass man da wirklich die direkte Kontrolle hat und durch die Aktionen an der Oberfläche eben Böses tut. Mal schauen, ob wir irgendwas Bösartiges machen können, irgendwas kaputt schlagen. Vielleicht, wenn wir das angesprochene Einhorn finden, sind wir extra böse. Und ich muss sagen, der Teil lockert das Spiel einfach angenehm auf. Es ist jetzt nicht extrem komplex, nicht extrem anspruchsvoll, aber eine durchaus willkommene Abwechslung, wie ich finde, bei dem, wie ich es vorher schon genannt habe, Subgenre. Ja, und natürlich jederzeit Wechsel in den Untergrund möglich, um hier alles
ein bisschen weiter zu managen. Und hier dauert es offensichtlich eine Zeit. Der ist ganz schön, ja, ganz schön stark. Ah, da ist leider den Orgusch erwischt. Da hätte man ein bisschen besser aufpassen sollen. Dann werden wir den dann mal das Zelt kaputt schlagen. Ah, da haben wir noch was Interessantes. Oftmal findet man hier diverse Bücher. So eine Art Bonus- oder Upgrade-Fähigkeiten, wie auch immer man sagen will. Zum Beispiel der Tulak, der hat das jetzt genommen und entsprechend die 15%, glaube ich, das mehr Schadensbonus bekommen. Ja, und ihr seht es auch, wenn man hier die Umgebung übernimmt, das schlägt sich auch optisch nieder. Also das Böse breitet sich in dem Fall sozusagen richtig aus. Ja, wenn wir uns mal für den Moment zurückziehen, um uns ein bisschen zu erholen, die Wunden etwas lecken. Und ein bisschen aufstocken wieder. Ja, 250 Bösartigkeitspunkte. Vielleicht schaffen wir noch die 500. Wäre vermutlich nicht allzu schwer gewesen, das mit denen noch zu erreichen. Aber die packe ich mal flott ins Lazarett. Und da können wir eventuell dann jemand anderen noch mitnehmen. Den ein oder anderen Troll unter Umständen, die sind nämlich auch sehr, sehr stark. Ich glaube, die haben ja genau fast doppelt so viele Hitpoints von Haus aus. Oh, die Endlos-Goldquelle ist abgebaut. Dann habe ich mich in dem Fall doch getäuscht. Ich dachte, die wäre endlos. Offensichtlich doch nicht ganz. Ja, da müssen wir uns nach neuen Ressourcen umschauen in dem Falle. Kann sein, dass die in der Kampagne endlos ist, wenn man sie endlos braucht und ich das jetzt verwechselt habe mit der mit dem normalen Gemetzel. Gut, sollten sich aber einige Ressourcen noch da verstecken. Wenn wir da mal ganz großzügig uns umschauen. Was wir da noch entdecken. Da hinten verbirgt sich noch irgendwas. Gut, jetzt schauen wir aber eh schon langsam auf die halbe Stunde zu. Es ist die Frage, wie ich die Checkliste gestalte, dass wir noch ein bisschen Late Game sehen. Ich glaube, ich spiele einfach jetzt ein bisschen weiter noch ohne euch. Schau, dass ich da eventuell noch ein bisschen aufleveln kann. Wir haben hier ja, ihr habt es vielleicht schon gesehen, noch weitere Level sozusagen der verschiedenen Einheiten, die auch noch interessant wären zu sehen. Ja, dann spiele ich noch ein bisschen vor. Schauen wir uns dann noch ein paar Minuten an und dann, würde ich sagen, gibt es wie üblich mein Fazit. Etwas später im Spiel. Wir haben bereits einen Dungeon Level 2 und ja, ich forsche fleißig an allen möglichen Dingen. Zum Beispiel bin ich hier gerade dabei, meine Mana-Produktion ein bisschen zu erhöhen. Einen Mana-Schrein können 4 Nagas gleichzeitig arbeiten. Das zum Beispiel auch etwas, was man hier forscht in der Tüftlerhöhle. Das wäre also eine der Raumverbesserungen. Da gibt es, ihr seht, eine Menge. Und da kommen auch noch einige dazu mit dem nächsten Level. Verbesserte Kapazität für diverse Dinge. Hier habe ich zum Beispiel auch die Möglichkeit, das Bierbrauen zu beschleunigen. Eben da die Mana-Kapazität auch zu erhöhen, die ist ja auch beschränkt und da liegt schon alles Mögliche rum, wie man sieht. Ich habe auch ein paar weitere Sprüche erforscht, beziehungsweise die Möglichkeit, jetzt hier ein ganzes weiteres Stück noch zu aktivieren. Und im Raumverbesserungen sind zum Teil auch neue Einrichtungsgegenstände. Hier zum Beispiel hat man einen verbesserten Bauomat, den ich aufstellen kann, da wo die Produktion entsprechend schneller läuft. Den sieht man hier auch in den Slots. Fehlt uns natürlich jetzt ein dritter Goblin oder wir könnten hier einen anders zuweisen. Und ja, eben auch für die Einheiten gibt es natürlich dann neue Fähigkeiten. Hier ist eine ganze zweite Reihe dazugekommen und die sind sehr, sehr wesentlich natürlich beim Kampf auf der Oberfläche, dass man das alles einsetzt. Ich habe jetzt zwar noch keine verbesserten Einheiten produziert, aber ich schnapp mir da trotzdem mal ein paar und werde dann noch einen weiteren Kampfversuch. Ich gehe da jetzt einfach mal
mehr oder weniger beliebig da einsammeln, auch wenn ich vielleicht ein bisschen genauer aufpassen sollte, wenn ich mir hier schnappe. Ah, dann können wir uns da noch einen Oberflächenkampf anschauen. Allzu viele Fähigkeiten habe ich zwar noch nicht erforscht, aber den haben wir ja einmal kurz, dann können wir da nochmal demonstrieren, dass da durchaus auch ein bisschen schwieriger wird mit der Zeit. Also die Einhörner übrigens habe ich gefunden. Ich erspare euch in dem Fall vom Schicksal zu berichten. Die waren hier in der Gegend. Aber eben um etwas böser zu werden, muss ich da oben mal aufräumen. Und eben die einzelnen Einheiten, wie schon gesagt, haben auch dann diverse Fähigkeiten. Da haben wir zum Beispiel den Blutrausch immerhin schon für die Orks, den ich auslösen könnte. Kennt vielleicht der ein oder andere aus einem sehr bekannten Echtzeit-Strategiespiel. Glaubt, da ist es das Stimpak, da wo sie einfach etwas Schaden nehmen, glaube ich, und in dem Fall schneller und besser kämpfen. Wobei, ob hier wirklich Schaden genommen wird, ich weiß es nicht. Aber den Blutrausch werden wir mal testen. Zuerst mal da alle versammeln. Zaubern können wir leider nicht. Zumindest nicht sowas wie Blitzschlag. Der gilt nur im eigenen Dungeon. Dafür hätte man mittlerweile die Möglichkeit, einen panischen Rückzug auszulösen. Gegen ein bisschen Mana hier ein paar sozusagen zurück zu teleportieren. Mal schauen, wie da mein etwas vermutlich überstürzter Kampf ausgeht. Ich glaube, die sind hier ganz schön stark, wenn wir mal den Blutrausch starten. Ah, sie verlieren doch Hitpoints, von dem her vielleicht nicht die beste Idee. Und hier haben wir auch noch Feen, die gegen uns kämpfen. Sind, glaube ich, auch relativ stark. Mal schauen, wie das ausgeht. Hier wäre natürlich Micromanagement gefragt, aber ja, das Einheitenselektieren habe ich ja schon ein bisschen bemängelt. Das zieht sich ja auch im Echtzeitstrategie-Teil ein bisschen durch. Das fällt mitunter etwas schwer, das zu managen, aber ja, macht trotzdem Spaß. Sehr schön, das haben wir erledigt. Dann können wir gleich wieder ein bisschen böse werden. Und hier noch einiges zusammenkloppen. Bin mir nicht sicher, ob das langt für ein Level 3. Vermutlich nicht. Da wird es ein bisschen mehr brauchen. Der Sektor war auch mal unter unserer Kontrolle. Ja, dann kann ich das hier mal demonstrieren. Alle zurück. Das Buch da gelassen. Vielleicht nicht die beste Idee. Aber da sind wir wieder alle. Irgendwo müssen sie auftauchen. Genau, hier im Herz unseres Dungeons. Und wie böse sind wir geworden? 1000 immerhin. Also zwei Sektoren müssen wir da wohl noch erobern, dass wir das schaffen. Ja, aber eben zwischen der Aufnahme vorher und dem hier liegt auch doch einiges an Zeit. Mit nicht gerade wenig auf schnell vorspulen, um einfach ein bisschen weiter ans Ziel zu kommen. Und wir haben eben nicht mal den Level 3 erreicht, wo es dann noch mehr Forschungen, noch mehr Upgrades und auch den ein oder anderen neuen Raum noch gibt. Zum Beispiel nicht gesehen haben wir, müsste ich erstmal forschen in dem Fall. Schauen wir mal, wo haben wir denn die Räume? Genau hier, die Arena. Können wir die Monster ausbilden, gegeneinander kämpfen lassen. Den Mana-Schreinen hat man schon. Den Debriefimat ist ein Upgrade fürs Lazarett. Können wir auch mal erforschen, vielleicht noch schnell bauen. Und den verbesserten Baumat, den habt ihr ja schon gesehen. Mal schauen, haben wir noch Platz für die Arena, sonst schaffen wir den noch und schließen vielleicht mit dem ab, dass ich dann auch zum Fazit komme, wenn wir das Ganze mal ein bisschen beschleunigen. Da haben wir nicht genug Gold und nicht genug Werkzeugkisten, müssen wir vielleicht noch einen Goblin anheuern, dass wir ein paar Werkzeugkisten noch produzieren. Ja, Bier geht uns auch aus, also da muss man sich doch um überraschend viele Dinge kümmern und es ist einfach nicht ein ganz so schnelles Spiel, wie es Dungeon Keeper war oder wie es jetzt zum Beispiel War for the Overworld ist. Hier ist mehr ein bisschen Langzeitmanagement gefragt, gutes Balancing der einzelnen Dinge und nicht einfach so schnell wie möglich, so groß wie möglich werden. Spielt sich einfach ein bisschen anders und ja, für so ein Endo-Spiel selbst auf einer kleinen Karte oder für so ein, in dem Fall nicht Endo-Spiel, sondern für so ein Gefecht, so ein bisschen beschleunigen wollte ich es, ja, braucht man doch dann gute Stunde, zwei Stunden oder eventuell noch länger. Kommt darauf an natürlich, wie schön man spielen will oder wie viel man erforschen möchte. So, jetzt habe ich wieder keinen Zauberspruch eingesetzt, das wollte ich eigentlich noch. Kannst du so mal blitzen lassen.
Falls das geht. Oder geht das nur auf eine Einheit? Das geht, glaube ich, nur auf eine Einheit. Okay. Dann schauen wir, ob wir noch flott die Arena erforschen können. 5 Werkzeugkisten, die sollten wir eigentlich gleich mal haben. Da wird unsere Truhe wieder aufgebaut, hat natürlich auch Werkzeugkisten verbraucht. So, dann erforschen wir das noch. Und falls das Lazarett groß genug ist, haben wir vielleicht einen Defibrillatorplatz oder wie der nochmal hieß. Schauen wir mal da rein. Da ist er, der Defibrimat. Brauchen wir aber auch 1000 Gold, das wir gerade nicht haben. So viel zum Thema schnell alles demonstrieren. Geht leider nicht. Und die Arena steht ja auch noch aus. Gut, dann werde ich bis mal auf das Warten ein bisschen plaudern. Also, wie gesagt, wenn man es kurz spielt, wirkt es noch relativ wenig, mit den wenigen Einheitentypen, mit den wenigen Räumen, die man vielleicht gefühlt zur Verfügung hat. Wenn man es dann noch ein bisschen länger spielt, ist es überraschend gut, eben durch die ganzen Upgrades, durch die ganzen Forschungen, und es kommt durchaus das Gefühl auf, ich habe so viel zu tun, was mache ich als erstes? Also es ist mal auf jeden Fall wesentlich besser wie der erste Teil, keine Frage. Mit Dungeon Keeper möchte ich es jetzt nicht unbedingt vergleichen, weil es spielt sich vor allem durch den Echtzeit-Strategiespiel an der Oberfläche ein bisschen anders, oder na, muss man fast sagen, wesentlich anders. Man arbeitet einfach darauf hin, natürlich auch die Kreaturen zu leveln, aber eben auch mit den ganzen einzelnen Zusatzfähigkeiten, die man hier zum Beispiel in der Schmiede dann erforschen muss, die man dann auch einsetzen muss aktiv im Kampf, ist es einfach doch wesentlich anders wie Dungeon Keeper oder auch War for the Overworld. Und ja, eben das laufende Forschen, laufende Upgraden finde ich schön umgesetzt. Auch, dass man die Räume selber einrichten kann, tolle Sache. Wie gesagt, Einheiten selektieren, das ist ein bisschen anstrengend. Und es gibt auch ein paar Dinge im Spiel, die mir nicht so ganz klar sind. Da zum Beispiel in dem Falle die Langeweile, wie genau die entsteht, die Wut, wie genau die entsteht, ist vielleicht eine Frage einfach von Handbuch, das jetzt mit der Presseversion mir in dem Fall noch nicht zur Verfügung stand. Vielleicht erschließt sich das aus anderen Quellen ein bisschen besser. Ja, aber insgesamt bin ich zufrieden. Preis ist natürlich so eine Sache. Es kostet 45 Euro, wenn ich richtig informiert bin, bei Steam. Das ist nicht ohne. Und da ist natürlich die Frage, hier nur der normale Endlos-Modus sozusagen, genügt einem das? Vermutlich nein. Entsprechend kommt es dann darauf an, wie gut die Kampagne ist. Und eingangs, glaube ich, habe ich es erwähnt, ich habe ein paar Missionen gespielt und man muss es einfach mögen. Es wird sehr viel geredet, es ist sehr viel geskriptet, es ist eine sehr ausführliche Geschichte, die erzählt wird, und auch wenn man den Humor mag, sehr, sehr witzig. Aber ich würde sagen, wenn man auf die Kampagne verzichten möchte oder muss, wird es vielleicht ein bisschen eng bei dem Preissegment. Multiplayer gibt es natürlich auch, nicht zu vergessen. Habe ihn selber nicht probiert, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er ganz, ganz witzig ist. Von dem her, ja, vielleicht auch noch ein Pluspunkt. Ich würde sagen, Empfehlung ja, nein. Freunde des Subgenres, in dem Fall Subgenre Dungeon Keeper oder Dungeon Keeper-artige Spiele, ich glaube, die werden auf jeden Fall glücklich, vorausgesetzt natürlich, man kommt mit dem Tempo klar, weil Dungeons 2 ist auf jeden Fall etwas langsamer angesetzt, vor allem im Vergleich zur Dungeon Keeper-Reihe. Also da war ja immer gleich ordentlich Action angesagt und Wettlauf gegen die Zeit. Hier kann man das Ganze ein bisschen gemütlicher angehen, in Ruhe aufbauen. Man wird immer wieder von ein paar Helden angegriffen, aber wenn man jetzt nicht unbedingt an die Oberfläche muss, dann, naja, kann man auch ein bisschen abwarten, den Dungeon schön groß bauen, alles forschen, sich gut vorbereiten und dann zuschlagen. Dann schauen wir noch schnell bei den Dämonen vorbei und dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Also hier eben ein kurzer Blick und man erkennt, wenn man genau hinschaut, es gibt einfach zwar nicht die gleichen Einheitentypen, aber einfach dieselbe Menge, dieselben Level, also auch immer drei Level oder drei verschiedene Varianten, die ähnliche Funktionen haben. Es gibt
ähnliche Räume. Das hier zum Beispiel, die Spinnenhöhle, ist so das Pendant zur Tüftlerhöhle, wo man eben auch die entsprechende Einrichtung reinbaut, wo man dann neue Räume erforscht oder Upgrades erforscht. Es gibt auch die Schattenkammer, die in dem Fall die Kristallkammer ersetzt, wo man eben Zaubersprüche forscht, die natürlich auch nicht die gleichen sind, aber einfach gewisse Ähnlichkeiten aufweisen. Also es ist definitiv nicht dasselbe, ob man jetzt die Horde oder die Dämonen spielt, aber es ist auch nicht komplett unterschiedlich. Also ich finde es sehr nett gemacht und auf jeden Fall eine schöne Ergänzung, dass man dann eine zweite Fraktion hat und könnte auch ein bisschen zusätzlichen Spaß im Multiplayer bringen. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es jetzt wirklich geschafft und ich wünsche in dem Fall alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vierdenk und baba.